Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Deswegen diese 6%, ich weiß, die schmerzen, aber das ist eben auch ein Durchschnittswert. Ja, 6% auf 100, auf eine Million ist eine Menge Geld. Ja, wenn Sie aber 6% auf einen Kaufpreis bei einer Wohnung von 50.000 Euro, dann muss man schon sagen, hey, ja, hoffentlich kann sie Benzin noch leisten für die ganzen Besichtigungen. Ja, die meisten vergessen auch, ne, so nach dem Motto, ich gehe da jetzt hin, ich besichtige jetzt und für die eine Besichtigung kriegt er 10.000 Euro. Nee, das macht er eben nicht. Der fährt da 30, 40, 50 Mal hin. Ja, und einer von den 50 sagt, ich will sie haben. Man muss da immer unterscheiden und die meisten vergleichen das mit ihrem Nettoeinkommen. Ja? Was meinen Sie wohl, wenn Sie am Ende des Monats von Ihrem Arbeitgeber das Bruttoeinkommen ausgezahlt bekämen? Und zwar zuzüglich Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur Krankenkasse und. Dann bekämen Sie bei einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro, bekämen Sie plötzlich 6.000 ausgezahlt. So, und mit den 6.000 müssten Sie jetzt zur Krankenkasse gehen und dort gesetzliche Rentenversicherung bezahlen, Krankenversicherung bezahlen, Pflegeversicherung bezahlen und. Ja? Und von den 6.000 bleiben dann vielleicht noch 3.000 übrig. Und jetzt müssen Sie eigentlich, wie gesagt, ich will die nicht verteidigen, aber die 6.000, die müssen Sie vergleichen mit seinen 6.000. Und dann sieht das schon wieder alles ganz anders aus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!